Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch etwas über das Sperrhalfter erzählen, das sich ja aus dem Nasenriemen und dem Sperrriemen zusammensetzt. Ja, das ist ein Thema, das können viele schon gar nicht mehr hören. Das wird oft kontrovers diskutiert und auch manchmal gar nicht so nett. Und ja, andere können gar nicht aufhören, davon zu reden oder befassen sich einfach sehr, sehr gerne damit mit der Thematik und gehen da gerne in Diskussion. Ich gehöre zur letzteren Kategorie. Deswegen möchte ich heute 8 Mythen vorstellen, die rund um diese beiden Riemen kursieren, angefangen mit der Herkunft des Sperrriemens. Mythos Nummer 1. Der Sperrriemen stammt aus Kriegszeiten und sollte bei Stürzen von Ross und Reitern Kieferbrüche bei den Pferden verhindern. Ja, an sich ist es schon ein sehr krasses Szenario, was dann anscheinend oder angeblich reihenweise vorgekommen sein soll. Wenn man auf die Suche nach Bildmaterial geht, wird man sehr schnell feststellen, dass keines der Kriegspferde einen Sperrriemen dran hatte. Das heißt, da findet man das hannoversche Reithalfter, da findet man die Kandare, da findet man Pelhems im Einsatz, aber eben keinen Sperrriemen. Ich habe mich dann auch mit dem Deutschen Kavallerieverband in Verbindung gesetzt, genauso wie mit Heiner Sauter. Bei der Kavallerie ist es so, die haben akribisch ihre Dokumente kategorisiert bzw. archiviert und haben das durchgesehen und konnten da eben auch wirklich bestätigen, dass da ein Ursprung nicht belegbar ist, genauso eben wie die Nachforschungen von Heiner Sauter, die sich mit alter Literatur befasst hat. Er hat Hersteller angeschrieben. Und hat wirklich viel Bildmaterial gesichtet von verschiedenen berittenen Kavallerieregimentern und hat auch gesagt, nein, da hat es definitiv keinen Sperrriemen gegeben. Die erste Sichtung war dann beim British Grand National, bei dem Pferd Gerakel. Das Video blende ich euch hier einmal ein. Da sieht man eben auch das kombinierte Reithalfter, was auch nicht als englisch kombiniertes bekannt ist, sondern es wird nur kombiniertes Reithalfter korrekterweise genannt. Der hat eben dieses Rennen gewonnen an diesem Tag auch und das war so die erste und älteste bildlich nachgewiesene Sichtung dieses Ausrüstungsgegenstandes. Es geriet dann lange Zeit in Vergessenheit und wurde dann erst wieder bei den Olympischen Spielen 1956 in Stockholm gesehen. Und zwar sah man es dort bei den zwei Springreitern Frank Chabon und Wilf White, die man hier auf den Bildern sehen kann. In den Richtlinien für Reiten und Fahren der FN wurde das Ganze dann erst 1979 in den Band 1 aufgenommen. Diese entstammten dann auch der HDV 12 aus dem Jahr 1937. Das finde ich ganz interessant, dass die Richtlinien ihren Ursprung bei diesen Heeresdruckvorschriften haben. Es denken immer viele, es sind Heeresdienstvorschriften, aber mir wurde gesagt, es sind Heeresdruckvorschriften. Mythos Nummer 2. Der Sperrriemen ist das gleiche wie Kinnriemen oder Pullerriemen. Man bezeichnet den unteren Riemen bzw. die Verschnallung des Nasenriemens des hannoverschen Reithalfters, des mexikanischen Reithalfters und des Micklems als Kinnriemen, aber der Sperrriemen als solcher ist ein Sperrriemen und es wird auch immer ein Sperrriemen bleiben, obwohl beide im Endeffekt die gleiche Aufgabe haben, nämlich das Pferd daran zu hindern, sein Maul zu weit zu öffnen. Der Pullerriemen wird gerne mit dem Sperrriemen verwechselt, hat aber eigentlich nicht viel mit ihm zu tun. Dieser Riemen ist eigentlich deutlich kürzer und hat an beiden Seiten Schnallen zur Befestigung an den Gebissringen. Aber man kann theoretisch auch einen Sperrriemen als Pullerriemen umfunktionieren. Aber ein Pullerriemen ist kein Sperrriemen und umgekehrt. Mythos Nummer 3. Der Sperrriemen entlastet zusammen mit dem Nasenriemen die Kaummuskulatur des Pferdes und soll einen Teil des Zügeldrucks, der auf die Laden einwirkt, auf das Nasenbein übertragen. Dieser Mythos rührt daher, dass er in Niederschriften von der FN häufig erwähnt wird, mit folgendem Zitat: Überträgt den Druck vom Gebiss auf das Nasenbein. Die Schlussfolgerung, die dann viele daraus ziehen, der Nasenriemen und Sperrriemen verteilt den Zügeldruck auf den Nasenrücken des Pferdes und entlastet damit die Kaummuskulatur. Wir sprechen hier zunächst einmal von einem Tier, das sich in der Natur etwa 16 Stunden des Tages mit der Nahrungsaufnahme beschäftigt und dafür seine Kaummuskulatur benutzt. Wie man da jetzt auf die Idee kommt, man müsste die entlasten, ist mir ein absolutes Rätsel und auch physikalisch macht das Ganze halt überhaupt keinen Sinn. Warum das Ganze keinen Sinn macht, geht auch da weiter, dass das Gebiss an den Backenriemen aufgehängt ist und vom Pferd nicht aktiv festgehalten werden muss. Und eine Anlehnung sollte auch nicht aus einem stetigen Druck bestehen. Und man muss eben auch dazu sagen, dass eben ein korrekt eingestellter Nasenriemen und Sperrriemen erst dann Auswirkungen hat, wenn das Pferd eben ausschweifend kaut oder vor allem eben, wenn es sperrt.
Im Endeffekt sperrt das Pferd aus irgendwelchen Gründen. Es gibt ja viele Gründe dafür. Meistens ist es eine zu grobe Einwirkung und dann stößt praktisch der Oberkiefer des Pferdes an, an das Nasenband und der Unterkiefer. Praktisch auf die dünnen Unterkieferäste, die ja eh schon nur mit einer sehr dünnen Haut ummantelt sind und verleitet das Pferd dann dazu, das Maul wieder zu schließen und sich dann andere Lösungen zu suchen. Also wenn man dann eben diese Ursache nicht beseitigt, dann entstehen dadurch Zungenfehler, Kopfschlagen und ganz viele andere Probleme, die eben daraus resultieren. Weitere Ursachen für ein sperrendes Pferd oder Pferd mit Zungenfehler sind falsches, defektes, unpassendes Gebiss, Blockaden, Zahnprobleme, auch im Zahnwechsel. Gerade wenn junge Pferde angeritten werden in dem Alter, wo die Zähne kommen, kann das sehr, sehr schmerzhaft sein. Fehlerhaft ausgeprägte Muskulatur, falsches, unpassendes Equipment wie Sattel oder Trense, Stress. Und dann haben wir noch Schmerzgedächtnis durch vorangegangenen fehlerhaften und groben Umgang oder unerkannte Schmerzen und Ursachen und dadurch ausgelöste psychische und körperliche Traumata. Ja, das ist ein Satz, der leider auf sehr viele Pferde zutrifft, weil nicht jeder die Möglichkeit hat, sein Pferd so auszubilden und sagen zu können, okay, der hat noch nie was Schlechtes und Schlimmes erlebt. Es gibt leider sehr, sehr viele Korrekturpferde da draußen, werden ja auch gerne als Problempferde benannt, aber wohl eher Problemmenschen mit Pferden, weil es dann eben meistens auf Fehler in der Vergangenheit des Menschen zurückzuführen ist. Mir wurde auch von einem Pferd berichtet, das noch seinen gebrochenen Zahn im Unterkiefer hatte und gesperrt hat dementsprechend. Und die Trainerin hat natürlich gesagt, okay, schnall ihm einen Sperrriemen rum, das ist nicht schön und der sperrt und das soll er nicht machen. Und die Besitzerin hat dann gesagt, nee, ich gehe lieber auf Ursachenforschung, hat einen Tierarzt kommen lassen und der hat dann diesen Zahn im Unterkiefer gefunden, genau an der Stelle, wo das Gebiss gelegen hätte. Und man kann sich die Schmerzen, glaube ich, vorstellen, wenn man da dann einfach gesagt hätte, okay, gut, ich schnall dir einfach das Maul zu und reite damit einfach weiter. Kann man sich dann eben vorstellen, wie schmerzhaft das hätte werden können. Mythos Nummer 4. Der Sperrriemen hält das Gebiss bei unruhigen Zügelhilfen ruhig. Interessant ist, dass dieses Argument häufig von Menschen kommt, die ihre Pferde am Gebiss an der Longe longieren und am besten noch Hilfszügel einschnallen, das heißt Hintenzug, Seitlichzug, und das Pferd weiß im Endeffekt nicht mehr, wo es hingehen soll. Durch diverse Untersuchungen und wissenschaftliche Arbeiten ist inzwischen auch belegt, dass der Nasenriemen oder Sperrriemen keinen Einfluss auf die Lage des Gebisses haben. Da kann man hier einmal die Untersuchungen von Breuschoft aus 1999 nennen. Die zeigen, dass ein Sperrhalfter überhaupt keinen Einfluss auf die Lage des Gebisses hat. Außerdem Untersuchungen von Witzmann aus 2007, 2008 und 2011 sowie von Ulig aus 2009. Die kamen alle zu dem gleichen Ergebnis und der Witzmann hat tatsächlich auch noch festgestellt durch Röntgenaufnahmen, dass Gebisse eigentlich fast nie symmetrisch im Pferdemaul liegen. Mythos Nummer 5. Der Sperrriemen ist für Turnierreiter Pflicht. Hierzu blende ich euch gleich einmal die LPO von 2020 und 2022 ein. Bei 2020 sieht man noch, dass keine eindeutige Regelung vorhanden war und viele natürlich nach dem Motto gegangen sind, auch viele Richter. Steht nicht ausdrücklich drin, ist daher nicht erlaubt. Ja, bei der LPO 2022 wurde das dann aufgenommen, auch eben in roter Schrift erkennbar, dass die Änderung hier stattgefunden hat. Eine nicht genutzte Schlaufe ist zulässig, da sie die Wirkung des Reithalters nicht verändert. Dementsprechend kann jeder entscheiden, ob er mit Sperrriemen reitet oder nicht. Der Nasenriemen ist leider nach wie vor vorgeschrieben. Da warte ich auch noch auf die Antwort der FN, warum das so ist. Und werde ich da gerne auf Instagram, auf meinem Kanal, den blende ich euch hier einmal gerne ein, auf Wissenschütz Pferde, auf dem Laufenden halten. Mythos Nummer 6. Das Gebiss kann ohne Sperrhalfter durch das Maul gezogen werden, wenn man in Notsituationen eine starke einseitige Einwirkung ausübt. Ja, das ist technisch möglich. Ich habe es selbst zum Glück noch nicht erlebt. Aber wenn das Pferd natürlich sein Maul so weit aufmacht, dass der Gebissring von der anderen Seite ins Maulinnere gerät, dann ist es natürlich physikalisch möglich. Und muss auch sagen, das ist ja eine Notsituation, ein Einzelfall. Es ist noch nicht gut ausgebildeter Reiter oder Pferd oder beides. Ja, sowas sollte in den seltensten Fällen nötig sein. Außerdem verhindert schon der Nasenriemen ein soweites Aufsperren des Pferdemaules, und man kann natürlich auch einen Pullerriemen verwenden oder einen Kinnriemen, aber man muss theoretisch nicht das ganze Maul mit einem Sperrriemen umschließen. Mythos Nummer 7. Eine Studie von Uldal und Clayton, Dänemark, USA, soll besagen, dass es beim Reiten ohne Nasenriemen zu mehr Mikroverletzungen kommt als beim Reiten mit Nasenriemen.
Bei dieser Studie wurden 3143 Pferde untersucht. Allerdings weist diese Studie auch ein paar Mängel auf die ich jetzt zu sprechen komme. Und zwar wurde in dieser Studie, das muss man wirklich ihr zugutehalten, auch die Herkunft der Zwei-Finger-Regel als unbekannt, genauso wie unwissenschaftlich bezeichnet, weil wir alle unterschiedliche breite Finger haben. Dafür gibt es inzwischen genormte Messkeile, die zum einen die Finger des Messenden schützen und aber eben auch eine genormte Breite für den Nasenriemen darstellen. In dieser Studie wird von einem 2,5-fachen erhöhten Risiko gesprochen, dass es eben zu Mikroverletzungen im Maulwinkel der Pferde kommt. Die Zahlen werde ich hier einmal ablesen, warum das eigentlich keinen Sinn ergibt. Und zwar Verletzungen mit lockerem Nasenriemen bei 3,55%, Verletzungen mit Reithalfter bei 9,8%, Verletzungen ohne Reithalfter bei 2,84%. Das heißt, bei den Verletzungen ohne Reithalfter haben wir den geringsten prozentualen Anteil der Pferde. Ich lese jetzt hier einmal ein paar Schlussfolgerungen aus der Studie heraus. Die Wissenschaftler räumen nämlich selbst in der Studie Folgendes ein. Zum einen, das Prüfungsreglement erlaubte keine Suche nach Verletzungen im Maulinneren. In der Studie steht explizit, dass die wahrscheinlichen Verletzungen im Maulinneren durch zu enge Nasenriemen nicht untersucht werden konnten. Außerdem fand vor den Wettbewerben keine Auswertung von vielleicht schon vorher bestehenden Verletzungen statt. Daher heißt es in der Studie, man könne keinen kausalen Zusammenhang zwischen Ausrüstung und Verletzungen herstellen. Die Autoren sprechen außerdem von einer anderen Studie, nach der auch ungerittene Zuchtstuten, die regelmäßig eine Zahnbehandlung erhielten, einen gewissen Prozentsatz an Verletzungen am Maul aufwiesen. Die Pferde ohne Nasenriemen setzen sich zudem wegen den Regularien der Turniere offenbar aus den 176 Distanzpferden zusammen. Hiervon wiesen 5 Pferde Verletzungen am Maul auf, obwohl man eben von diesen 5 Pferden nicht weiß, welche da eben mit und welche ohne Reithalfter geritten worden sind. Insgesamt sind die Zahlen leider zu ungenau und es fehlen absolute Zahlen, um eine Hypothese bzw. so eine steile These in den Raum zu schmeißen. Mythos Nummer 8. Wird das Sperrhalfter wirklich meist zu eng verschnallt? Zu dieser Aussage habe ich jetzt mal 3 Studien rausgesucht. Und zwar haben wir einmal eine Zusammenarbeit von Wissenschaftlern aus Irland und Australien. Und die haben bei 750 Pferden aus verschiedenen Ländern festgestellt, dass bei 40% der Pferde der Sperrriemen und der Nasenriemen so eng eingestellt worden sind, dass nicht mal mehr ein Finger zur Messung darunter gepasst hat. Bei 19% konnte man die eingehaltene Zwei-Finger-Regel feststellen und der Rest, ich blende euch das hier auch einmal ein, hatte eben einen zu engen Nasenriemen, wo vielleicht noch ein Finger reingepasst hat. Und man sieht hier auch die traurige Erkenntnis, dass nur ein Pferd einen weiter eingestellten Nasenriemen als die vorgegebenen 2 Finger hatte. Dann habe ich noch eine weitere Studie aus 2020. Da waren es zwar nur 144 untersuchte Pferde, aber ein vernichtendes Ergebnis mit 65%, die Veränderungen aufwiesen an der Haarstruktur bzw. auch eben weiß gefärbte Haare, was hier eben auch vorkommt bei Pferden nach Verletzungen, dass die weiß nachkommen. Dementsprechend kann man da eben auch von einem Missbrauch des Nasenriemens ausgehen. Und noch dazu konnte man bei 38% dieser Pferde sogar knöcherne Veränderungen feststellen. Ich habe dann gestern tatsächlich noch eine andere Studie gefunden, die ich zuvor nicht kannte. Und zwar haben internationale Wissenschaftler über 4 Jahre lang verschiedene Turnierveranstaltungen besucht und kamen leider auch hier zu einem sehr, sehr traurigen Ergebnis. Und zwar hielten nur 7% die entsprechend empfohlene Zwei-Finger-Regel ein und bei 43% war das Nasenband oder die Nasenbänder so eng, dass nicht mal mehr ein Abstand ermittelt werden konnte. Hier muss man sich außerdem ziemlich wundern, weil durch wissenschaftliche Untersuchungen ist inzwischen klar, dass eine Verschnallung unterhalb der Zwei-Finger-Regel zu Schäden am Pferd führt und führen kann. Dazu sollte man sich auf jeden Fall mal die LPO zu Gemüte führen, wenn man hier einmal den Vergleich sieht, erneut von 2020 auf 2022, wo dann still und heimlich nicht in roter Schrift hervorgehoben die Zwei-Finger-Regel beim kombinierten englischen Reithalfter auf eine Ein-Finger-Regel geändert worden ist. Auf der anderen Seite habe ich hier leider auch in der Literatur der FN hier einmal von 2014 und auch gleich später noch von 2019 gesehen, dass diese Zwei-Finger-Regel schon immer so angewendet worden ist. Wobei, wie ich auch hier geschrieben habe, dort auch eine flache Hand reinpassen würde. Also diese Zwei-Finger-Regel so angewandt macht einfach überhaupt logisch keinen Sinn. Gesundheitliche Folgen eines zu engen Sperrhalfters. Das Pferd wird in seinem natürlichen Verhalten und in der Mobilität des gesamten Körpers stark eingeschränkt.
Verspannungen im Zungenbein, Kiefergelenk, Kiefermuskulatur, Genick und Nackenband wirken sich bis in die Hinterhand des Pferdes aus. Die Zunge arbeitet außerdem eng mit dem Gleichgewichtssinn zusammen. Ein enges Sperrhalfter behindert dies und kann zu Schwindel führen. Bewegungsstöße beim Laufen können durch den festen Kiefer nicht mehr abgefedert werden. Als Selbstversuch müsst ihr einfach mal versuchen, mit zusammengebissenen Zähnen zu rennen. Das ist super unangenehm. Das Abschlucken des Speichels als Säurepuffer für den Magen wird gestört oder verhindert. Erkennbar anhand extrem schäumenden Pferden, die nicht als positiv gewertet werden dürfen. Wodurch unter anderem Magengeschwüre entstehen. Die Schleimhäute der Wangen werden gegen die Backenzähne gedrückt und führen zu Verletzungen. Das Knirschen mit den Zähnen wird begünstigt, da die Zähne sehr dicht aufeinander liegen. Das führt zu weiteren Folgeerkrankungen. Kein Pferd knirscht aus Langeweile mit den Zähnen. Die Atmung wird durch den Druck auf die Lufttrompete behindert und die Sauerstoffzufuhr wird reduziert. Vor allem, da Pferde nur durch die Nase und nicht durch das Maul atmen können. Auch bei einem lockeren Sperrriemen kann dies passieren, da der Sperrriemen im Ruhezustand eingestellt und die Nasentrompete in diesem nicht wie bei Anstrengung geweitet ist. Da ist ein Selbstversuch, was ich selber mit meinem Pferd ausprobiert habe, steigt man nach einer längeren und anstrengenden Galopptour vom Pferd und berührt ganz leicht die Nasentrompete. Da merkt man dann mal, wie leichtgängig die ist und wie sich schon das Eigengewicht des Nasen- bzw. vor allem des Sperrriemens auswirken können. Es können sich Ödeme bilden durch Lymph- und Blutgefäßstau und die Nervenversorgung der betroffenen Kopf- und Mautpartie wird gestört. Empfindliche Punkte des Trigeminusnervs werden getriggert. Dieser ist für die sensorische Wahrnehmung im Gesicht verantwortlich. Er teilt sich im gesamten Gesichtsfeld des Pferdes und versorgt über drei Äste Stirn, Kinn, Augen, Gesicht, Ober- und Unterkiefer. Eine Trigeminusneuralgie kann entstehen. Eine Funktionsstörung der Gesichtsnerven, die auch zu spontan auftretenden stechenden Schmerzen in der Gesichtspartie führen kann und die Reizschwelle für die Stimulation des Nervs herabsetzt. Die engen Riemen drücken und schädigen im schlimmsten Falle wichtige Nervenbahnen. Die Kautätigkeit des Pferdes wird eingeschränkt und verhindert dadurch die Losgelassenheit des Pferdes mit einem locker schwingenden Rücken. Das Pferd ist nun überhaupt nicht mehr in der Lage, sein Unwohlsein bei Grobheit des Reiters zu kommunizieren. Das blockierte Zungenbein wirkt sich einschränkend auf den Schulterzungenmuskel aus, der wiederum den armen Kopfmuskel, Musculus brachialis, einschränkt. Dieser ist für das Vorführen der Vorderbeine verantwortlich. Die Muskulatur verspannt und verhärtet sich, wodurch die betroffenen Gelenke nicht mehr ordnungsgemäß arbeiten können. Dadurch werden andere Strukturen, welche den fehlerhaften Bewegungsablauf kompensieren müssen, überlastet. Die Federung der Beine und des Brustkorbs gehen verloren. Die langfristigen Folgen sind beispielsweise Sehnenschäden, Probleme bei der Lastaufnahme, Arthrose und weitere. Auch der Brustkorb kann absinken, was zu einer Tragererschöpfung führen kann oder diese begünstigt. Über die psychischen Probleme haben wir bei diesen Auswirkungen noch nicht einmal gesprochen. Hier habe ich mich nur dazu entschlossen, euch ein paar Ausschnitte aus dem Video zu zeigen. Das Vollständige könnt ihr an der Quellenangabe finden. Aber das zeigt, glaube ich, eindrücklich, wie ein Schmerzgedächtnis beim Pferd aussehen kann. Die VfD fasst es dann auch treffend zusammen: Der Sperrriemen bringt keinen zusätzlichen Nutzen zum Nasenriemen des englischen Reithalfters, sondern vielmehr verstärkt er die schädliche Wirkung eines falschen tierschutzwidrigen Einsatzes. Welchen Sinn und Zweck hat also das Sperrhalfter? Oder sind Nasenriemen und Sperrriemen eine Optik, an die wir uns einfach gewöhnt haben? Das Sperrhalfter verhindert das Sperren des Pferdes. Bei zu groben Reiterhilfen oder anderen Problemen kann sich das Pferd nicht mitteilen. Das Pferd kann dem dadurch resultierenden Schmerz nicht mehr ausweichen oder ihn durch das Öffnen des Mauls abmildern. Grobe Zügelhilfen werden außerdem unsichtbar. Es kaschiert Zungenfehler und Fehler der Maultätigkeit, ohne die Ursache abzuklären. Ist die Ursache abgestellt, kann der Nasenriemen temporär der Korrektur dienen. Jedoch ist das nicht bei jeder Ursache die Lösung. Mit feinen Reiterhilfen lernt das Pferd mit Nasenriemen durch negative Verstärkung sein Maul geschlossen und die Zunge unter dem Gebiss zu lassen. Bekommt es durch Grobheit weiter Anlass, das Gegenteil zu tun, wird sich an den Symptomen nichts ändern. Um zu verhindern, dass ein Gebiss der genannten Bauart durch das Maul gezogen werden kann, ist ein korrekt verschnallter Nasenriemen ausreichend. Der Sperrriemen stellt Trainer und Richter auf dem Turnier zufrieden, die einen fehlenden Sperrriemen als mangelhaft oder unvollständiges Reithalfter fehlinterpretieren. Es dient vor allem der Ästhetik und hat dabei keinerlei Nutzen für das Pferd.
Im Gegenteil. Ja, es ist so, dass man ja vor einigen Jahren in den Reitsportgeschäften hierzulande kaum einen Reithalfter gefunden hat, dass man ohne Sperrriemen bekommt. Der war dran, der wurde verschnallt, der wurde nicht hinterfragt, der wird auch heute teilweise noch nicht hinterfragt. Aber es gibt inzwischen auch Unternehmen wie Hilbury. Die haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Leute aufzuklären und gehen da eben ganz bewusst damit um. Ebenso wie die Firma Equimero, wo man ja schon sagen kann, das stellt in beiden Fällen ein unternehmerisches Risiko dar. Die Nachfrage tut natürlich das Angebot gestalten, das muss man ganz klar sagen. Aber hier merkt man auf jeden Fall schon einen Wandel. Und auch in großen Reitsportgeschäften wird eben ein Reithalfter ohne Sperrriemen mit einer verbesserten Kautätigkeit beworben. Lösungsvorschlag, sollen wir jetzt alle unsere Sperr- und Nasenriemen ausschnallen? Nein, natürlich nicht. Es ist so, dass man natürlich erstmal zwischen diesen beiden Riemen differenzieren muss und auch eben den Ausbildungsstand von sich und seinem Pferd realistisch einschätzen muss. Beim Sperrriemen ist es einfach so, dass der keinen großen weiteren Nutzen hat zuzüglich zum Nasenriemen. Also der Nasenriemen ist für all das, was der Sperrriemen sein soll, völlig ausreichend. Das heißt, der verhindert ebenso das Sperren des Pferdes und eben auch die Verhinderung, dass wenn man eben sehr stark einseitige Zügelhilfen hat, dass eben das Gebiss durchs Maul gezogen wird. Dafür ist, wie gesagt, der Nasenriemen völlig ausreichend. Das heißt, wenn es keinen Grund gibt, warum du einen Sperrriemen verwendest, dann ist es auf jeden Fall mal ratsam, es auszuprobieren, dem Pferd aber auch die Zeit zu lassen, sich erstmal damit auseinanderzusetzen. Und das kann den Komfort des Pferdes verbessern, aber das kann natürlich nicht das Pferd auf einmal von einem E-Pferd zu einem S-Pferd machen, das ist ganz klar. Beim Nasenriemen ist es so, das würde ich euch empfehlen, je nachdem, was ihr für einen Ausbildungsstand habt. Zu Hause kann man das auf jeden Fall mal ausprobieren, wie das Pferd darauf reagiert. Viele laufen eben besser. Habt diesen Pullerriemen im Hintergrund, den ihr da eben verwenden könnt. Ihr könnt einen Kinnriemen reinmachen, wenn es irgendwie um die ruhige Gebisslage geht. Und es gibt eben verschiedenste Gebisse, die das eben auch ermöglichen. Was ich auch empfehle für Pferde, die Probleme mit dem Gebiss haben, zumindest das, was man halt empfehlen kann, wenn man die Gegebenheiten nicht kennt, ist, dass das Gebiss eben blind verschnallt wird. Das heißt, ohne Einwirkung durch Lorsche oder Reiterhand, sondern einfach so, dass da einfach keinerlei Einwirkung drauf besteht. So kann man junge Pferde super ans Gebiss heranführen und eben Korrekturpferde bzw. das Gebiss für Korrekturpferde wieder positiv verknüpfen. Vor allem dann bei Aufgaben, die dem Pferd Spaß machen. Und das Gebiss wird halt dann irgendwann zur Nebensache und es kann eben wieder positiv verknüpft werden oder überhaupt positiv erfahren werden. Danke an all diejenigen, die noch brav am Zuschauen sind. Ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr dieses Video teilt, damit einfach auch mal mit ein paar Mythen aufgeräumt wird und man vielleicht auch für spezielle Probleme andere Lösungen finden kann und auch überhaupt mal auf die Idee kommt, was so ein kleiner Sperrriemen oder auch Nasenriemen alles bei einem Pferd bewirken kann. Kommentiert gern eure Gedanken zu diesem Thema und zu diesem Video in die Kommentare und lasst uns ein bisschen diskutieren. Konstruktive Kritik, Fragen und Anregungen sind auch jederzeit gern gesehen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.